Heute mache ich euch mal den 1750E von Fritz AVM-Repeater schmackhaft. Nein, Spaß beiseite. Alles Weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute aus Studio B. B nicht, weil es so kalt. Ich bin gerade am Heizen da. Und ja, hier ist wieder euer Daki. Und ja, heute kommen wir zum High-End-Gerät bei AVM. Soll mehr Reichweite haben. Und zwar zum Fritz LAN Repeater 1750E. Ne? Und mit 5 Jahren Garantie. Wie üblich bei AVM, erhöht schnell und einfach die Reichweite gängiger WLAN-Netze, vergrößert das Heimnetzwerk zu Zugriffspunkten WLAN AC bis 1300 bei 5 GHz und N bis, also eben 2,5 GHz bis 450 Mbit. Das ist so das High-End-Gerät, was AVM da anbietet. Und da ich ja eigentlich drauf schwöre, habe ich zwischendurch auch mal was anderes ausprobiert, den kriegt er leider nicht zu sehen, den habe ich zurückgeschickt. Das war auch ein Router mit großen Antennen und das hat es nicht gebracht. Da war der Kosten-Nutzen-Aufwand viel größer. Die Dinger sind nicht so teuer hier und ist halt Gigabyte schnelles LAN, hat auch einen LAN-Anschluss und den zeige ich euch gleich mal neu mit WLAN Smash kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich musste meine Box zurückschicken. Ich hatte Theater damit und mal gucken, ich muss mir mal eine neue besorgen, aber momentan habe ich die Kabelbox dran und da geht halt kein Smash drauf. Da sind wir noch bei 6,87, da muss man ja auch ehrlich sein, ich will euch hier nichts vorflunkern. Schade eigentlich, aber ich habe sie erstmal zu Amazon zurückgeschickt, weil die hat den technischen Defekt. Kann passieren, aber da ich ja noch die Kabelbox habe, ist das auch kein Problem. Mal gucken, was wir dann in nächster Zeit mal machen und dann schauen wir mal weiter. Aber es wird wieder bestimmt eine eigene dran kommen, langfristig gesehen. Ja, aber das nur so am Rande. Wie gesagt, ich möchte, wenn ihr Lust habt, möchte ich euch gerne mitnehmen zum Einrichten. Ist relativ einfach gemacht und gucken uns das Ding kurz an, was da noch am Lieferumfang ist. Wird so wie bei der 450er sein, die habe ich im auch am Start und die 1100 50 glaube ich auch. Die hängt bei uns in der Küche. Also wir haben hier schon ein heftig ausgebautes WLAN-Netz. Ja, aber da kommen wir dann nochmal in einem späteren Zeitpunkt zu, wie man sich das erweitern kann und. Ja, wenn ihr Lust habt und Bock, dann nehme ich euch gerne mit und dann schauen wir uns das Gerät hier mal an, weil das soll im Studio landen als Erweiterung und da können wir dann nochmal einen Blick drauf haben, wie viel Sendeleistung wir hatten, weil wir hatten früher 3 Stiche. Ob wir jetzt mehr bekommen, das sehen wir gleich. Alles Weitere beim Hardware-Check. Ja, dann schauen wir uns das Produkt mal ein bisschen näher an. Verpackung ist hier mal schön bei AVM. Man sieht gleich, was man bekommt. Ne, hat da auch nicht, muss da nicht warten mit Rosenmetall machen. Heute kein Messer zur Hand, aber erstmal entsiegeln wir das Ding. Geht auch mit dem Stiftikus oder Schraubendreher oder wie auch immer. Machen wir die beiden Seiten aus. Und ja. Da juckt mir sogar die Nase, der liegt schon ein paar Tage und ich wollte eigentlich, das immer schon gezeigt haben, aber ich bin einfach vor, aha, nach oben auf, sorry, so, auch der Ducky macht mal Fehler. So, dann haben wir hier unsere Repeater einfach mit zu bedienen, ist bei AVM Lieferumfang, Merkmale, WPS-Taste drücken, WLAN Smash aktivieren, Werkseinstellungen setzen und was man so machen muss, sicher, da ist noch ein LAN-Kabel dabei. Das ist immer beim Standard gegeben, wie man wie was macht und da ist noch verbindet. Man kann hier aber auch mehrere Repeater miteinander verbinden. Die Möglichkeit der WLAN-Brücke voreingestellt, das heißt, ja, Router, zack und Repeater. Ich lasse ihn auf dem 1100er laufen. Der ist im Wohnzimmer, in der Küche und dann als WLAN-Erweiterung. Das geht nämlich auch. Nochmal die Einrichtung einstecken, 6 Sekunden lang diesen Knopf drücken und dann halt das auf dem Router genauso. Relativ einfach dargestellt. Die Dinger lassen sich wirklich auch gut ein. Na, und man kann dann auch
geben Sie den Netzwerkschlüssel ein. Aber in diesem Fall, wenn man es per WPS macht, habt ihr da keinen Stress von. Das übernimmt die Box hier, wie man reinkommt. Repeater an die Fritzbox mit ab OS 96. Da kann man dann schon übernimmt die WLAN-Einstellung automatisch einstellen. Das werden wir gleich mal sehen auf dem Bildschirm, was er denn so übernimmt. Ja. Power, hier sind nochmal die einzelnen Leuchten und die Kontrollleuchten erklärt, halt, dass das Laufwerk, dass wie hoch euer Signal ist. Na, unten nur fast 0, dann oben ist dann 1, 2, 3, 5. Und die technischen Frequenzen, die er bietet. Das könnt ihr euch dann, wenn ihr ihn kauft, in Ruhe durchlesen. Hier nochmal die einzelnen Produkte, die es gibt. Glaube ich, das Fritz WLAN. Ja, also nochmal so ein Produktblatt dabei. Aber jetzt kommen wir zum High-End-Gerät. Sage ich jetzt mal so. Ich habe ihn das erste Mal in der Hand. Ich schaue einfach mal, was uns da geboten wird. Das halt in der Folie drauf. Ist relativ groß gemacht. Die machen wir gleich mal ab. Und dann ist halt das ein Flachbandkabel dabei, was ich mit Sicherheit jetzt nicht nutzen will, wenn ich da Katz 6 oder 7 ranhaue, dann wegen der Abschirmung. Aber wir lassen es in der Verpackung. Zum Gerät selber. Das sagt mir jetzt gar nichts. Da ist nochmal eine Kontrolle. Da sind nochmal zwei Kontrollen. Ne, das sind die beiden Schrauben. Das war eben schlecht zu sehen. Der ist hier verschraubt. Hier ist der LAN-Anschluss. Und dann ziehen wir das Ganze mal ab. Und schauen uns das mal genauer an. Ich hoffe, ihr kriegt es zu sehen. So. Beim Verbinden ist wirklich darauf zu achten, wenn er denn eingesteckt ist, dass hier erstmal die auf dem Router gibt es die gleiche WPS-Taste. Die drückt man dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sekunden lang und dann fängt das Ganze an zu blinken. Das zeige ich euch gleich nochmal, weil dazu nehme ich euch mit in die unsere Küche. Und dann verbinden wir mal zwei Repeater. Statt die Box ist genau das gleiche in grün. Na, dann nehme ich euch dann auf dem Bildschirm gleich mit. Gut, dann gehen wir kurz in die Küche und ich zeige euch das und dann sehen wir uns gleich nochmal auf dem Bildschirm wieder. So, ich zeige euch nur noch schnell mal, wie die WPS-Verbindung vom 1160 auf den anderen stellt. Also das ist genau das gleiche in grün. Ihr müsst dann WPS, ich mache hier die Schnellstartverbindung, war vorhin ja nur mit dem Router angedeutet und dann verbinden diese beiden, auch da den WPS auf dem 1750 drücken und dann sind die beiden schon verbunden. Mehr kann ich euch leider nicht zeigen aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ich möchte natürlich meine IPs und alles andere nicht weiter preisgeben. Und dann müsst ihr euch auf den 1750er einwählen, ne? Blabla, Pennwort ist falsch und meistens ist gar keins drin, aber ich hatte das schon fertig. Und dann könnt ihr den konfigurieren. Ne? Und dann gehen wir jetzt gleich nochmal hoch in Studio B und schauen uns das Ganze dann nochmal an. Wie gesagt, müsst ihr Verständnis haben, ich möchte hier nicht so meine ganzen IPs freigeben. Okay, dann geht es jetzt gleich weiter mit dem Leistungstest und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie man hier sieht, erreichen wir hier im Studio in der Werkstatt 3 volle Striche. Das war vorher so 2,5. Na, aber eigentlich gute Leistung. Jetzt machen wir mal eine Leistungsmessung, wie viel Mbit hier wirklich noch ankommen. Also auf einem richtigen Rechner kam 36 Mbit an. Wie das jetzt hier bei meinem Mini-PC ist, kann ich nicht sagen. Ist ja auch immer ein bisschen abhängig von dem PC selbst. Gut, das testen wir jetzt gleich mal. Ja, hier habe ich mir halt den Speedtest von Ocala genommen. Da kommen wir auf 42, 92. Aber Gegentest ist immer gut. Ist wie gesagt immer auch ein bisschen systemabhängig. Eine Upload mit 1736 Ziel erreicht. Hier ist der Speedtest von AVM. Zack, den könnt ihr auch benutzen. Da liegen wir ein bisschen anders. Da liegen wir da drunter mit 32, 33, es schwankt alles so ein bisschen. Dann habe ich nochmal einen neuen Test. Da könnt ihr jetzt live zuschauen. Wie gesagt, das ist auch immer das, was ihr im Hintergrund noch offen habt. Das darf man alles nicht vergessen. Der beginnt jetzt. Ne, jetzt kommen wir so, schwankt es zwischen 30, 32, 33, 34. Das ist immer so, ne, liegt aber wirklich an der Maschine. Also ich denke, dass wir höher kommen. Somit kann ich damit auch streamen.
Sollte funktionieren, werde ich demnächst auch antesten. Das heißt, wir werden einen Livestream aus dem Studio machen mit dem Honor-Mikrofon und schauen, ob das dann auch funktioniert und wie das rüberkommt. Ne? Hier haben wir dann nochmal, der Ping ist natürlich relativ hoch, aber der Upload liegt bei 16 Mbit. Also das wünsche ich so manch einer. Aber wir haben halt eine hohe Leitung und von daher, gut ist auch, hier haben wir 34,64, 16er Upload, was will man da mehr machen? Ja, gleich bis zu meiner Endrezession im Studio B. Ja, da sind wir zurück von unserem Test. Ich sitze hier noch in Arbeitsklamotten, weil ich habe ja das eine oder andere zu tun. Bitte ich um Entschuldigung, Heizung läuft auch, muss leider, weil hier diese Geräusche kann ich leider nicht abstellen, sonst wird hier oben kalt im Studio B. Ja, wie die Testergebnisse gesehen haben, Ziel erreicht, ne? Also der 1750 oder 1760, der steht ja hier oben noch. Ja, zumindest der 1160. Der 1750 und der 1160 in der Kombination und oben noch den 450er ist eine tolle Sache. Also 1750 ist das nochmal, um mich zu korrigieren. Wir haben jetzt hier erreicht zwischen 36 und 42 Mbit, kriegen volle drei Striche, die wir vorher nicht so ganz hatten. Das waren mehr zwei. Und wir hatten auch Verbindungsabbrüche, also war da nicht so toll. Man darf hier nicht vergessen, wir sind ungefähr 25 bis 30 Meter vom nächsten Punkt entfernt. Ja, Luftlinie ungefähr müssten das sein. Ich weiß es nicht so genau, aber wenn man es denn so hochrechnet nach oben, ist das schon eine ganze Ecke. Das ist hier im Nebengebäude und dafür kann man zufrieden sein. Der Upload ist gut. Wie gesagt, Ziel erreicht. Top. So hatte ich mir das so ungefähr vorgestellt. Hätte vielleicht noch ein bisschen besser sein müssen, aber dann müsste man vielleicht nochmal einen Repeat dazwischen knallen. Aber das ist technisch jetzt hier aus leider nicht möglich. Oder man muss eine Leitung legen, dann kriegt man natürlich den vollen Dampf. Von mir den Daumen hoch, absolut stimmt hier das Preis-Leistungs-Verhältnis, volle AVM-Qualität, so wie man sich das wünscht. Ich bin ja sowieso davon überzeugt. Ja. Habt ihr ja gesehen, Einrichtung relativ sehr einfach per WPS und dann halt eben nochmal die Geräte zufügen. Hier hängt der halt eben mit einem Netzwerkkabel drin, nochmal über einen Hub. Na, und Netzwerkhub, und so kann man dann hier alle Geräte versorgen. Und man darf nicht vergessen, das hier ist ein kleiner Mini-PC, den ich hier euch irgendwann nochmal zeige, und noch keine, der nicht die volle Leistung bringt. Na, weil wenn da im Hintergrund irgendwas läuft, dann schmälert das auch so ein bisschen glaube ich, die ganze Leistung. Wie gesagt, bin wunschungsglücklich. Wir können jetzt hier oben voll loslegen. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen Ordnung schaffen, noch das eine oder andere machen und dann ist das Studio fertig. Ja, weil ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wenn es das getan hat, dann hebt doch den Daumen in nördliche Richtung. Darüber freue ich mich. Oder lasst ein Abo da. Und für die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, Maria mal auf der Seite jetzt. Und nächste Video ist auch schon am Start. Ich check jetzt aus, das müsst ihr zwangsweise auch tun. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, denn ich zähle auf euch. Na, wenn ich denn schon so viel Stress mache, könnt ihr dann auch bitte weitermachen und mir meine Videos angucken. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und bye bye und auf Wiedersehen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten Software, Hardware, Gaming Check. Wer weiß das schon? Zum nächsten. Macht's gut. Halt der Check.